Ein herzliches Grüß Gott zu unserer Komödienstadelnacht. Bis zum Morgengrauen zeigen wir Ihnen 5 ausgewählte, ganz besondere Komödienstadel. Der Komödienstadel feiert nämlich heuer sein 60-jähriges Jubiläum. Und zusätzlich zur Komödienstadelnacht wird es einen neuen, ganz besonderen Stadel geben. Nämlich mit uns zwei und weiteren Darstellern aus Daheim ist Daheim. Und der heißt Ein Bayer in der Unterwelt. Ja, und in der Kulisse, da befinden wir uns jetzt gerade. Ausstrahlung ist morgen um 20.15 Uhr. Und da erfahren Sie dann auch, was wir zwar in dem Stück miteinander zum Tor haben. Aber jetzt erst einmal zurück zu heute Abend. Wir beginnen mit einem Stadel aus dem letzten Jahr, in dem Dieter Fischer auf eine aberwitzige Reise zwischen Rachsucht, Eberbalz und Odelgrube geschickt wird. Viel Spaß und gute Unterhaltung mit Odel verpflichtet. Spaß ohne Reisepass. Jeder hutscht sich wie er kann, vorwärts geht was an. Schön ist so ein Ringespiel, das ist erhitzt und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude gönnen kann. Immer wieder vom Weg und ran uns doch am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, schön ist so ein Ringespiel. Servus. Und wer war's? Großartig. Und ihr seid jetzt tatsächlich geschieden, ihr zwei. Es ist vollbracht. 17 Jahre Unterdrückung haben ein Ende. Du hast ja so lange ausgehalten mit ihm, da war es auf das bisschen Restlaufzeit auch nicht mehr drauf gekommen. In einer Woche ist das Urteil rechtskräftig. Die erste Rate von der Abfindung liegt bereits auf meinem Konto. Meine neue Wohnung wird auch schon renoviert. Mein Wohnrecht darin habe ich noch ganze 3 Monate. Und in der Zeit werde ich zu einem Vergeltungsschlag ausholen, dass diesem hartherzigen Rippe die Augen tropfen. Das darfst du mir glauben. Prost! Mir tut er leid. Er kommt mir schon arg traurig vor die letzten Tage. Und einmal, für das er da gesessen ist, allein, einsam und verlassen, da sind ihm zwei dicke, fette Tränen übers Gesicht abgerollt. Das ist nicht wegen mir, Linde. Das ist wegen dem gigantischen Zugewinnausgleich, den er mir zahlen muss. Nein, nein, glaub mir's. Das ist so was Seelisches. Ich kenne ihn jetzt, seit er auf der Welt ist, den beides ganz arg umeinander. Ganz arg. Geh! Was redst denn? Dieser Mann, der ist ein seelischer Eisberg. Der ist doch emotional vollkommen verbarrikadiert. Der zeigt doch nie Emotionen oder Gefühle. Den berührt doch rein gar nichts. Und die Trennung von mir, Linde, glaub mir's.
Ist dem sowas von scheißegal, dass ich gleich wieder eine dermaßen Wut kriegen kann? Ein Mann, der was seine Viecher liebt, der ist einer der wenigen, seine Schweine eine artgerechte Tierhaltung vergönnt. Mit Auslaufgehege, Schlammbäder, jede Menge Spielzeug, der nur sogar ein Ferkelkarussell baut hat, damit sie einen Spaß haben. So einer, das kann kein schlechter Mensch sein. Ja, ja, für seine Viecher tut er alles. Für mich nix. Man glaubt mir, Eva, vor diesem Mann tut sich gerade ein höchst tragischer Abgrund auf. Der mag doch kein anderer als wir die. Freilich bin ich nur ganz überwältigt von diesen 17 Jahren Eheglück. Bei dem haben sogar die Tränen Übergewicht. Wo bleibt mein Brotzeit? Bring ich gleich. Pressung schwarz und das Bier dunkel, ich bin in Trauer. Und eine doppelte Portion, wie immer. Na, heiz doppelte vom Doppelten. Mach ich. Was ist denn mit dir los? Schmerzt dich der Zugewinnausgleich? Was dann? Das kannst du ja vorstellen. Also, dass dir das jetzt doch so nah geht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht. Das ist der emotionale Untergang. Das bringt mir jetzt direkt ein bisschen durcheinander. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Wegen der Scheidung. Wegen was für der Scheidung? Unsere halt. Ja, was redst du denn? Unsere Scheidung, die geht mir doch sowas von am Arsch vorbei. Herzlichen Dank! Der Lumpi ist tot. Dein alter, schwacher Dackel. Ja, er ist dahin gegangen. Und ich hab schon gemeint. Ich habe ihn geliebt. Logisch. Dem hast du ja sogar einen sündteuren Goldzahn einsetzen lassen, während für mich eine Keramikverblendung aus Tschechien gut genug war. Das verzeih ich dir nie, nie! Er war ja auch vor dir da. Ich hab ihn quasi in die Ehe mitgebracht. Und er war der einzige Dackel im Landkreis mit einer Bandscheibenoperation. Samt Reha und Physiotherapie, während ich mich 16 Stunden am Tag in der Küche, in der Wirtschaft und im Büro krumm und schief gearbeitet hab. Und jetzt, wo er einigermaßen wieder genesen war, hat dieser unzählige, dappige Weihwasserwaschel zusammengefahren. Mei, und ich Trottel hab schon gemeint, du zeigst endlich einmal Gefühle wegen uns. Wegen uns? Wieso wegen uns? Ja, wegen unserer Trennung zum Beispiel. Unsere Ehe war auch der emotionale Untergang. Du erinnerst dich? Allerdings als Dank für unsere Scheidung bei dem heiligen Markus eine Kapelle, dass du das weißt. Was tust du? Das ist der Schutzpatron gegen Blitz, Hagelschlag, Grätze und Qualen. Einen guten Chef. Danke. Seit unserer Trennung wärst du fetter und fetter. Keine Frau der Welt ist es wert, dass man für sie hungert. Du hast doch selber gesagt, einem richtigen Mannsbild muss was dran sein. Eben. Das hab ich zum Beispiel von ihr nie behauptet. Wenn man sie so anschaut, sie hat ja auch Zuwachsraten im zweistelligen Bereich. Na, frage mich aber schon, wieso du alleweil ein altes Hochzeitsvideo anschaust, wenn da so gar nichts mehr recht ist an deiner Frau. Du schaust unser Hochzeitsvideo an. Okay, da schau her. Ich lasse aber das Bandl irgendwie rückwärts laufen. Rückwärts? Wieso rückwärts? Wir zwei stehen am Altar, du jung, schön, also damals, und sehr, sehr schlank, ich gesund, fleischig, rotbackert, lächle vor Glück, und dann ziehe ich dir ganz langsam einen Ring vom Finger. Und dann sehe ich mich strahlende Gesichts lächelnd aus der Kirche hinausgehen. Unverheiratet, kann ich gar nicht nur kriegen davon. 17 Jahre bin ich dir zur Seite gestanden, hab deine Launen ertragen.
Habt ihr deine Gastronomie geführt und deine Brauerei? Habt ihr den Rücken freigehalten für deinen gestinkerten Schweinezuchtbetrieb? Bio-Schweinezuchtbetrieb mit strengster Qualitätsprüfung. Die besten Sterneköche Bayerns kaufen bei mir ein. Und mein Schweinebraten ist legendär, über alle Grenzen hinaus bekannt. Ja, weil nur deine Frau gekocht hat. Ah. Keine Freizeit habe ich gehabt, keinen Urlaub, kein Liebeswort, kein Gehalt, keine Rentenansprüche. Und für was? Ich erinnere dich. Wir hatten ein großes gemeinsames Ziel. Und zwar ein First-Class-Luxushotel im Westflügel von der Burg Hackenstein. Nur für auserwählte und erlesene Gäste. Und der gewamperte Quirin Großschädel mittendrin unter die feinen Herrschaften. Jawohl, im Dinner-Jacket. Aber das schaffe ich jetzt auch ohne dich. Träum nur weiter. Da werden sie endlich keiner mehr das Maiz reißen über den kleinbürgerlichen Schweinezüchter. Dann nicht mehr. Jetzt stecke ich meine Energie in meine eigene Zukunft. Eine eigene Zukunft. Einen Moment. Eine eigene Zukunft, Sie Einstein, servus. Du wirst dich nur wundern. Was kosten ein bisschen heute die Depreziner? 5,80 Euro, wie immer. Darf er die eventuell anschreiben lassen? Nein, nicht schon wieder. War ja bloß eine Frage, Fräulein Linde. Weil das Einzige, was du ohne Geld machen kannst, sind Schulden. Jetzt möchte ich schon wissen, für was ihr euch habt scheiden lassen. Bin sie hinterher genauso weiter streit wie vorher. Du, was meint denn die mit, da wirst dich du noch wundern? Ja, pfuh. Weißt du da was davon? Du? Hä? Er ist wieder da. Wer? Der Rothirsch. Trumpf hat einen Wald, da hab ich gesehen. Ein Mordstrom-Brackel. Aha, ist er wieder da. Ja, ich hab mir halt gedacht, bevor du den Adel wegschießt, die ballern halt eh schon wieder den ganzen Tag wie ein Blöd umeinander. Ich war ein guter Treiber. Ja, aber ich werde niemals zum Jäger und Bambi-Mörder. Hm? Aber Hirschfleisch ist sehr gesund. Weniger saufen auch. Du, Linde, du deckst mir da jetzt bitte den Tisch, alles in Weiß. Tischdecke, Servietten, Silberbesteck, Blümchen, Kerzenleuchter. Ich erwarte nämlich die gnädige Gräfin Odette von Hackenstein nebst ihrem Sohn, den jungen Grafen Edgar. Aus dem Hause tu und mach nix. Ein bisschen mehr Respekt, ja. Und überhaupt, was wollen er da? Frag einmal den Gläsen, ob er nicht lesen kann. Wegen Todesfall geschlossen. Deswegen bin ich ja da, Quirin. Es tut mir wirklich leid, glaub mir's. Du hast auf dem Gewissen. Es war ein Unfall, unglückliche Umstände. Zusammengefahren hast du mir. Nein, das hab ich nicht. Ich hab drum in der Schlosskapelle bei der Gräfin eine Mess lesen müssen. Bin nein ins Auto, lassen O, fahr los. Da lauft der Dackel plötzlich über die Straße. Ich hub, brems. Er fällt tot um. Exitus, ohne dass meine Reifen ihm nur einen Hauch vom berührt haben. Papalapap! Unter uns, vom Fahrersitz aus, hat das eher wie Selbstmord gewirkt. Selbstmord? Mein Lumpi, das war der glücklichste Hund in der ganzen Umgebung. Du lügst! Das darf er doch schon aus rein beruflichen Gründen nicht. Er war der älteste Hund im ganzen Landkreis, Quirin. Sowas wie der Johannes Hesters unter den Datteln. Er ist eines natürlichen Todes gestorben, glaubt man's? Ja, das wird sich rausstellen. Wieso? Er hat eine Obduktion angeordnet. Eine Obduktion? Für einen Hund? Sauber. Und du red nicht und schau nach, ob nur Champagner im Kühlschrank ist und dein Ding sein Rotwipfler. Rotwipfler ist aus. Den hat alles das freie Graf als zusammenbechert. Wir haben wieder so unendlich Sehnsucht gehabt nach Österreich und die Wiener Madeln. Mei, der Adel sauft halt gern, umsonst haben die kein blaues Blut. Und die anderen sollen zuerst erst einmal ihre Schulden bei uns zahlen, bevor sie uns wieder den teuersten Champagner wegsauft. Das alte Reptil. Ja, sag einmal, du gescheiter Bauerndutschen, du gescheiter. Wir reden über die hochgnädigsten Herrschaften. Ja, weil es wahr ist.
Der andere sauft regelmäßig unser Wein, die Bulle, spült seine Schrammlieder, bis er selber wohnt. Und die andere schaut auf uns an sowieso dermaßen arrogant runter, wie so ein Leuchtturmwärter von Helgoland auf einen vorbeitreibenden Heringsschwamm. Nichts über den Adel, es ist eine sozial privilegierte Schicht. Mit gesellschaftlichem Freibrief. Richtig, und wenn Ihre durchrauchte Zache Hähner endlich meinen Bauvertrag unterschrieben hat, werde ich über kurz oder lang auf Hackenstein mein Burghotel eröffnen. Schau, das ist mein Lumpi, den man miterleben darf. Wo ist der Kassettenrekorder? Na, bitte schön, nicht schon wieder. Wo ist er? Den habe ich verrannt, weil das Gewinsel nicht mehr der Back. Das ist kein Gewinsel, das sind wertvolle Erinnerungen. Also, her damit. Und jetzt ab. Aber hofft nichts, mach ich keinen, das kannst du vergessen. Solange ihr durchlaucht den Pachtvertrag noch nicht unterschrieben hat, wird geknickst und wenn es sein muss, mit beiden Knien gleichzeitig, haben wir uns. Raubritter sind's. Nein, Hohenzollern. Wittelsbacher. Das ist doch wurscht. Und du kannst dir schon mal Gedanken machen über die Beerdigung. Was für Beerdigung? Ich möchte, dass mein Lumpi drüben im Dorffriedhof beigesetzt wird, in meinem Familiengrab. Wo? Mit Trauerrede, Böllerschützen und einem Trompetensolo. Das ist ganz und gar möglich. Mit Gebet und Weihrauch. Du hast mir zusammengefahren, also sorgst du auch dafür, dass ein Himmel rein darf. Ja, freilich. Am Ende willst du auch noch eine Aufbahrung im Kirchenschiff. Davon gehe ich aus. Ausgeschlossen. Das bist du mir als sein Mörder schuldig. Und jetzt horch. Mei! So hat er beid, wenn er mich gesehen hat. So eine Freude hat er jetzt mal gehabt. Was meinst du, was das ist? Er knurrt. Richtig. Weil meine Frau dazu gekommen ist. Die hat meistens unsere Idylle gestört. Und was hörst du da? Gürin, wie schaut's aus mit dem Schweinsbraten? Ich hab einen Hunger. Was ist das für ein Geräusch? Staubsauger? Richtig. Ich hab ihn jeden Tag hab ihn abgesaugt. Dein Hund? Ja, er war sehr reinlich. Da hat der größten Wert drauf gelegt. Sternzeichen Krebs, Aszendent Jungfrau. Verstehe. Man hat bloß aufpassen müssen, dass man seine Ohrwascherl nicht einsaugt oder das Schwanzerl. Aber, Quirin, folgendes. Wenn ich jetzt nicht bald was zum Essen krieg, dann fahr ich in Unterzucker. Und wenn ich im Unterzucker bin, dann werde ich narrisch. Und zwar massiv. Gut, dann darf ich vorschlagen, gehst du jetzt rüber zum Discounter und kaufst dir da eine schöne Leberkäsesemmel. Oder haben wir heute Freitag? Eher nicht. Gut, dann passt's ja. Ja, wen haben wir denn da? Rupfen ausnehmen, braten, es gibt was zum Feiern. Da haben Sie recht, Frau Gräfin. Die Dokumente wären zur Unterschrift bereit. Der lernt's nie. Ja. Er ist zwar ein bisschen vulgär, aber durchaus unterhaltsam. Herrschaften durchlauchten, es ist mir eine Ehre. Hockt euch nieder, gleich wird dick. Was war jetzt das? Auf geht's, Obi. Obi, hab ich gesagt. Blitzarthrose, doppelseitig. Druck die. Und deck den Tisch und nimm den Vogel mit. Für mich einen Rotwipfler. Rotwipfler ist aus. Dann eben etwas Gleichwertiges. Ist auch aus. Was gast er so? Entschuldigung, aber diese wunderschöne, fleischige, typisch Habsburger Unterlippe, also immer wieder beeindruckend. Das sind Wittelsbacher. Das ist doch wurscht. Wenn man fragen darf, Hyaluron? Na, Inzucht, jahrhundertelang. Beneidenswert. Hochwürden, trinken's ein, zwei Gläser Champagner mit uns.
Ja, der Champagner passt leider nicht so gut zur Discounter, lieber Kassimi. Anders mal gern. Gelobt sei Jesus Christus. Ewigkeit, Amen. Du Mörder! Hat er die Einladung zum Kostümball erhalten? Einladung? Davon weiß ich ja noch gar nichts. Ja, eine Charity-Veranstaltung in unseren Räumlichkeiten. Drum auf der Burg? Ja, im Südflügel. Ja, und da bin ich eingeladen? Na, bei Ihnen drum auf der Burg unter all diesen feinen, royalen Gästen. Er kann sich ja als Fuhrkutscher verkleiden. Oder als Schweinebaron. Gern auch als das Komiker-Duo Dick und Doof. Zusammen mit seiner Gattin. Schaut doch recht apart aus, oder? Ja, also, nein, also diese Zeiten sind vorbei. Also, wenn, dann würde ich schon als Dings kommen, als Ludwig der Zweite. Ja, warum nicht gleich als Ludwig der Vierzehnte? Das ist dieser Sonnenkönig, da haben Sie recht. Der war mindestens genauso charmant wie ich. Ja, ja. Ja, Ihre Frau hat die Sponsoren aufgetrieben und ist auch der Veranstalter. Selbstverständlich wird eine Spende erwartet zur Erhaltung der Anlage. Meine Frau? Wieso meine Frau? Sie ist bestens vernetzt mit dem Denkmalschutz und der Schlösser- und Seenverwaltung. Was ist die? Ja, und mit Leuten, die etwas zu sagen und zu entscheiden haben. Seit wann das? Ja, kommuniziert er denn nicht mit seiner Frau? Ja, das ist momentan eher etwas mühsam. Mama, du weißt doch, Eva ist frisch geschieden. Aha, hat sie das bis zum Adeln auf schon rumgesprochen? Selbstredend. Und durchaus auch die eminente Abfindung, die geflossen ist. Ja, aber jetzt noch mal zurück zu meiner Frau. Was hat denn die bitte mit der Schlösser- und Seenverwaltung zu tun? Ja, weiß er denn rein gar nichts. Ja, was denn? Ich spüre schon wieder meine Migräne. Hier riecht's ein bisschen streng. Ja, das war der Pfarrer mit seinen abgestandenen Weihrauchquanti, aber das verzirkt sich. Ja, hier riecht's nicht nach Weihrauch, sondern eher nach Schweinestalten. Na ja, irgendwo muss der Reichtum herkommen. Aber wenn Sie so ein empfindliches Nasal haben, dann wasch ich mir halt meine Hände. Und die Stiefel zieht er besser auch aus. Wenn Sie meinen, dass es dann besser riecht. Bitte, Schuschu, nicht schon wieder. Mama, ich kann nicht anders. Ich spüre schon wieder meinen melancholischen. Ja, dann heirat endlich, dann vergeht er dein Weltschmerz. Von hier auf die Nacht zum Wein gehen. Hat Gesellschaft Gott keinen Zweck, denn wann ich ganz allein geh, sauf keiner mir was weg. Auf Muselige gar kein Wert, was brauch ich denn schon die? Ich mach mein eigenes Konzert in eigener Regie. Ich bin ein stiller Zecher und sing die ganze Nacht. Weil mich mein voller Becher in Stimmung hat gebracht und sagte, ich soll stark sein, so sag ich drauf zu ihm. Mein lieber Herr, was haben's denn nur, was wollt's denn nur in einer Tour? Ich bin ein stiller Zecher, drum mach ich so ein Lärm. Holleri, hollero, halli, hallo, heut ist mal alles wurscht, die Puzzle alle um. Holleri, hollero, halli, hallo, weil alle stillen Zecher machen's grad. Ah, holleri, hollero, halli, hallo, heut ist mal alles wurscht, die Puzzle alle um. Holleri, hollero, halli, hallo, weil alle stillen Zecher machen's grad. Ah, so. Du schon wieder. Ich schon wieder. Alle Tage sind zwar gleich lang, aber verschieden breit. Meine Damen und Herren, ich spiele ein sehr trauriges Lied. Wenn du jetzt auch noch mit diesem Fiakerlied anfängst, dann enterb ich dich. Diese Drohung schreckt mich jetzt nicht sonderlich, Maman. Setz dich jetzt zu mir und sei ein braver Bub. Es geht um unsere Zukunft. Jawohl, Maman. Was kriegst du denn?
ein paar Depreziner, zwei Scheiben Brot und ein Schnitt Kellerbier. Geht sie genau aus. Und für was ist die? Das ist Trinkgeld. Da fange ich dann ein neues Leben damit an. Ja. Mein Herz ist zwar weit, aber meine Möglichkeiten sind begrenzt. Gestatten. Peppi Einstein, Bettler in der siebten Generation. So, Dele. Ja, der Einstein, alte Wurst hat. Und wie geht's dir denn sowieso? Nicht so gut. So ist recht. Zum Wohl. So, Herrschaften, wir machen jetzt Nägel mit Köpfe. Das ist der Pachtvertrag für den Westflügel. Das da, das wären die Umbaupläne. Das ist die Genehmigung vom Denkmalschutz. Und das ist die Vereinbarung zur Überlassung ihrer wunderbaren Guillotine. Die stellen wir dann im Biergarten als Attraktion, damit die Kinder was zum Spielen haben. Was für eine Freude. Grüß Sie, verehrte Gräfin. Nein, da sind Sie ja endlich. Edgar, haben Sie gerade so ergreifend Klavier gespielt? Entschuldigung, aber sie hat nichts mehr mit der Sache zu tun. Wir sind ja, wie gesagt, frisch geschieden. Und jetzt schleichst du. Wie? Sie soll sich schleuchen. Tun Sie mir die liebe Gräfin und sagen Sie es ihm. Mir glaubt das ja nicht. Was glaub ich dir nicht? Ihre Frau hat mit einflussreichen Investoren eine Interessengemeinschaft gegründet und sie hat unser renovierungsbedürftiges, aber geschichtsträchtiges Kulturdenkmal gekauft. Wie gekauft? Was gekauft? Die Burg Hackenstein. Was hat die? Die gehört jetzt mir. Die. Genau die. Das glaube ich nicht, das ist doch nicht wahr. Da, wie ich es gesagt hab. Ja, aber das war doch unser Deal. Aber das Angebot Ihrer Frau hat uns mehr überzeugt. Sie lässt uns sogar in dieser eiskalten Burg eine leistungsfähige Heizungsanlage einbauen. Kauft die Burg mit meiner Abfindung? Oh nein, mit einem obligatorischen Euro. Die Abfindung, die hat sie noch. Mein Sohn und ich, wir haben lebenslanges Wohnrecht im Südflügel. Und die laufenden Betriebskosten werden von der Interessengemeinschaft übernommen. Na, jetzt sind's doch nicht so umdüstert. Das ist ja kaum zum Aushalten. Ja, aber dann müsstet ihr meine Pläne für mein Burghotel müsstet ihr in Zukunft mit ihr verhandeln. Musst nicht. Und deine Pläne kannst sowieso vergessen, weil das Burghotel eröffnest nicht du, sondern das eröffne ich. Niemals. Die Umbauarbeiten beginnen nächste Woche. Mit dem Denkmalschutz ist alles paletti. Und eröffnet wird im Frühjahr. Und mein Sohn und ich, wir sind am Umsatz beteiligt. Naja, von irgendwas müssen wir ja leben. Ja, aber du kannst doch mir nicht meinen Lebenstraum vor der Nase wegschnappen. Das geht doch nicht. Das bringst du nicht einmal du fertig. Doch, locker. Und ich kann da gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf diesen Moment gefreut hab. Linde, da hast du mein Handy. Geh, mach mal ein paar Buideln von ihm. Weil an den Tag möchte ich mich noch lang erinnern. Ganz lang. Na, das krieg ich nicht übers Herz. Ich schon. Die Depreziner, ein Gedicht. Ich kann nichts dafür. Du, ich trink's so viel gern. Es ist ja so schön, langsam besoffen zu werden. Da merkt man dann erst, dass die Erde sich dreht. Vergisst, wie die Zeit schnell vergeht. Geht's und verkauft's mein Gewand wie vorn Himmel und Geigenfiedeln, werderische Lieden. Geht's und
und verkauft zwei Quant wie vorhin hin. Kommt's auch herauf, aber weckt's mich nicht auf. Ich brauch keinen Spazierstock, ich brauch auch keinen Klack. Ich brauch keine Lackschuhe, ich brauch auch keinen Frack. Ich brauch auch kein Schloss nicht, um glücklich zu sein. Ich brauch nur eine Musik und ein Wein. Geht's und verkauft's, mein Band, wie vorn hin. Und ein viel wernerische Lieden. Geht's und verkauft's, mein Band, wie vorn hin. Kommt's auch herauf, aber weckt's mir nicht auf. Quirin! 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 Scheiße! Gelobt sei Jesus Christus, sagt's aber, was soll denn der ganze Dreck da draußen? Ha? Er hat seinen Misthaufen versetzen lassen, auf die Burg, direkt vor Zugbrücken. Er hört denn das nie auf, ha? Wo ist er? Wer? Der Chef, Quirin, der Wahnsinnige. Unterwegs auf Rachefeldzug. Hat er sich allebei noch nicht beruhigt? Nein. Und die Kerzen darf ich auch nicht ausgelassen, weil sonst hat er gesagt, kriege ich meine Kündigung. Hat er mir jetzt wenigstens endlich eingeräumt, sein Lumpi? Nein, er hat ihn abgeholt von der Obduktion. Außergekommen ist nichts. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Dann hat er noch mal abgesaugt. Kampit und jetzt, Ja, was und jetzt? Jetzt liegt er im Keller drunter in der Tiefkühltruhe, luftdicht verpackt, damit er keinen Gefrierbrand kriegt. Was ist los? Ja, solange bis ins Familiengrab rein darf, drüben auf deinem Dorffriedhof. Ich muss mit ihm reden. Dringend. Wo ist er? Was haben wir heute für einen Wind? Ostwind, wäre so. Dann ist er agrartechnisch unterwegs. Drum Richtung Burg. Ach, der wird doch nicht schon wieder. Doch, er odert. Er hat ein ganzes Bataillon Traktoren organisiert. Alle bewaffnet mit einem Odelfassel. Die siebte Tour sind heute schon gefahren. Und er, wie so ein Feldherr, fahren droh auf seinem kleinen, grauen Bulldog. Mit dem kleinen Schnackler trat er jetzt komplett durch. Ja, und morgen hat er gesagt, packt er die Wiesen südlich vom Burggraben. Flächendeckend, wenn der Wind richtig geht. Rund um die Burg stinkt es jetzt schon seit Wochen so bestialisch, dass Gott erbarm. Ja, das meine ich, ist ja der Sinn der Sache. Auf seine Idee muss es erst schon mal kommen. Wo hat er denn den Odel eigentlich her? Beziehungen. Zu wem? Ja, zum Maschinenring und zur Bauernschaft. Weil so viel wie der in letzter Zeit odelt, das können seine Schweinler ja gar nicht mehr da scheißen. Musst du mich schon erschrecken? Wo bleibt meine Brotzeit? Bring ich gleich. Doppelte Portion. Ja, ist mir bekannt. Sag mal, magst du erst mit deinen dreckigen Stiefeln ausziehen? Ich bin gerade beim Putzen. Rentiert sie nicht. Ich muss gleich wieder weiter. Wie lange soll denn das noch so weitergehen? Was denn? Quirin, was ist denn los mit dir? Ich verstehe dich nicht mehr. Ja, mich muss keiner verstehen. Es reicht mir durchaus, wenn ich gerochen werde. Weißt du eigentlich, was du damit alles anrichst? Die Gräfin hat seit Wochen Migräne zwecker dem Gestank. Das Personal speibt den ganzen Burghof voll. Das sind unerträgliche Zustände. Also wenn sie ihr zu viel wird, neben der Burgkapelle steht immer noch die Guillotine. Und die hat schon in früheren Zeiten so manchen Verräter ins Jenseits verholfen. Ja, ja, jetzt komm, jetzt tu dich nicht versündigen. Sie hat mir meine Zukunft ruiniert, meinen Traum zerstört. Bei mir, Quirin Großschädel, gilt das gegebene Wort.
Gegensatz zu der alten blaublütigen Schäsen. Jetzt reiß dich zusammen, es gehört sich nicht, dass du über die Gräfin sprichst. Gräfin, Pappalapapp. Die Adligen von heute sind doch bloß nur die Nebenlinien von den Nebenlinien. Das sind doch die Gespenster ihrer eigenen Ahnen. Schaust du doch einmal an, das Tier noch an die Klappe gestellt. Ist doch zu faul zum Fressen. Jetzt hast du es dann aber genau beieinander. Hast du schon mal gesehen, wie dir das die ist? Bei der Auferstehung des Fleisches, die auf die liegen bleiben. Hofbricks muss ich auch keiner machen. Das Bier kommt gleich. Nein, heute bitte eine Apfelschorle, weil ich muss den ganzen Tag noch dumm, 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 dumm fahren. Rache und Vergeltung sollten wir unserem Herrgott überlassen. Also um mich brauchst du keine Sorgen mehr machen, weil du bist nicht mehr der Beichtstuhl meines Vertrauens. Gräfin. Hat der geistliche Rat schon mit ihm geredet? Aussichtslos. Aber es muss doch was geschehen. Dieser Mensch ist ja inzwischen auf der Ebene eines Steinzeit-Nahkampfes übelster Sorte angelangt. Also ich muss wieder rüber. Ich habe heute noch zwei Taufen, eine Beerdigung und drei Krankenbesuche. Ich komme beim besten Willen nicht auch noch dauernd um diesen wahnsinnigen Doktor. Ja. Da fragt ihre Durchlaucht, um was es denn geht. Es geht um diesen unerträglichen Gestank. Er steckt bereits in meiner Wäsche, in meinen Antiquitäten, in den Brokatvorhängen. Selbst die Ritterrüstung von meinem Urgroßonkel Karl dem Gütigen stinkt bereits, dass Gott erbarmt. Karl der Gütige, war das auch ein Hohenzollern? Ach. Das sind Wittelsbacher Zefix. Gelobt sei Jesus Christus. Halt nix, Knix. Selbst die heilige Schrift in der Burgkapelle ist davon betroffen. Und der Weihrauch. Der Weihrauch stinkt auch schon nach Jauche. Na, na, nix Jauche. Gülle. Jauche ist ja bloß die Flüssigkeit, der Sorg. Also für Sie, der Seuch. Sie müssen sich das so vorstellen wie bei dieser Schorle. Hingegen bei der Gülle, da ist das ganze wertvolle andere auch noch mit dabei. Ohne Inkel quasi. Ich halte es nicht mehr aus. Ja, versteht ihr denn nicht? Ich habe von meinen Vorfahren ein außerordentlich empfindliches Riechorgan geerbt. Meine Augen brennen, meine Haut juckt, mein Hals kratzt. Das ist sicher alles psychosomatisch, aber keine Sorge, auf meine Felder und vor allen Dingen in unmittelbarer Burgnähe kommt nur vom Feinsten, weil ich weiß, was sich gehört. Urteil verpflichtet. Telefon! Bräustüber, grüß Gott. Ich versteh Sie so schlecht. Moment bitte, ich verbinde. Ein Anruf aus Holland. Momentel. Das ist jetzt mein Gülle-Großhändler aus Utrecht. Seine Transitgülle ist zwar nicht ganz so günstig, aber die Qualität. Quasi die Creme de la Creme. Ich komme. Großschädel? Ja, hallo. Ja, genau der. Sie hätte da noch eine Frage, den Transportweg betreffend. Ja, bis Sie die Gülle von Utrecht daher zu mir liefern, da habe ich ein bisschen Sorge, dass auf dem Transportweg das Aroma leidet. Ja, Sie verstehen mich schon richtig. Da brauche ich ja, das ist all. Wunderbar. Dann hätte ich da noch eine Frage. Wie würden Sie persönlich den Geruch beurteilen? Auf einer Skala, sagen wir mal, von 1 bis 10? 12? Sind wir schon beieinander? Skonto? Nein, brauche ich nicht. Wenn es noch richtig stinkt. Hoto Dach. Quirin, du bist langsam nicht mehr zurechnungsfähig. Wir haben den jungen Grafen heute ohnmächtig vor der Zugbrücke auf der Misthaufen gefunden. Mein Juju als Feingeist hat eine noch größere Geruchsempfindlichkeit. Ja, alte Erbkrankheit, wissen wir. Die Wiesen liegen seit Jahrzehnten brach. Deine Düngerei ist die pure Schikane. Ich habe mich zu Ackerbau entschlossen. Gerste, Kartoffel, Kürbis. Und überhaupt, wie läufst du umeinander? Kürzer geht's nicht mehr, hä? Bin zum Golfen verabredet. Zum Golfen? Business-Golfen. Gut für Geschäftsbeziehungen. Ja, das ist ja wohl voll peinlich, oder? Ja, könntest du auch dringend brauchen. Aktiviert die Fettverbrennung und macht geistig fit.
So blöd mir die Arme sei, und sagen wir ein Lack auf über der Wiesen hatschen und mit Plastikkiegel im Mauslich einschießen. Oh. 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 Geht's Ihnen wieder besser, ja? Am Waldrand vor unserer Burg stehen 3 Bagger, 5 Radlader und ein Bataillon an Betonmischer. Was? Sind die schon da? Ja, wunderbar. Da muss ich ja gleich aufschauen. Bevor die das Fundament betonieren. Was hast du da oben vor? Ich baue ein neues Schweineparadies. Einen Zuchtsauenbetrieb. Freilandhaltung. Sehr geruchsintensiv. Ganzjährig. Was baut er? Damit kommst du uns nicht durch. Niemals! Ich häng dir ein Verfahren nach dem anderen an den Hals. Und zwar so lang, bis du aus dem letzten Loch pfeifst. So eine Verfahren ziehen sie in der Regel über Jahre hin. Und bis es dann irgendwann zu einer Entscheidung kommt, bis dahin, das verspreche ich, da bist du nervlich und finanziell am Ende. Und die anderen zwei, und zwar ratzeputz. Aber du genauso. Also für so ein schwerwiegendes Ziel bin ich gerne bereit, mich zu ruinieren. Edgar, tu was! Ja. Jawohl, sofort. Meine Erziehung verbietet mir leider... Meine nicht. So, Herrschaften, da kommen jetzt mehrere Stallungen hin und da ein riesengroßes Auslaufgehege. Letzten Kretin. Was sagt er? Et puis comme ce cochon. Das war Französisch, gell? Die Sprache des Adels, aber sowas verstehst du nicht, wie so vieles. Aber was heißt das? Also, mit Gradatis kann ich mir gerade noch denken, bin wahrscheinlich ich gemeint. Aber was heißt das andere? Das heißt, er stinkt wie seine Schweine. Aha. Kollateralschaden, was magst du denn essen? Du, in der Nacht hat was brennt. Ja, der Gurgel vom Saufen. Und dann ist wer aus dem Haus rausgekommen, mit so einem großen Koffer. Und den hat er dann ins Feuer geschmissen. Ja, da kommt übrigens eine Abteilung zum Gruppensaugen hin. Da kommt der Misthaufer hin, da kommt einer hin und da wahrscheinlich auch noch einer. Der will uns umzingeln mit seinem Gestank. Er war jetzt da. Wer? Horch selber. Servus, Miri. Wunderbar. Was ist das? Rotkehlchen, sicher keins. Das ist der Kurti. Welcher Kurti? Ein Mordstrom Ebert, der hat mindestens 200 Kilo. 235. Das ist übrigens der neue Stammvater meiner Zucht. Kraftvoll, aggressiv, mit einem ohrenbetäubenden Gegrunze. Meilenweit hörbar. Und wenn der Kurti mit seinen Damen einmal loslegt, dann wird's richtig laut, weil da dauert der einzelne Akt gern schon mal 30 Minuten. Monte, bitte keine Details. Gibst ihm schon mal was zum Essen und zum Trinken und sagst ihm einen schönen Gruß. Und an Einstein, den gibst halt eine schöne Leberknödelsuppe, die magst du doch, oder? Die geht aufs Haus und an Kurti sagst du einen schönen Gruß. Ihr riecht's aus. Der deckt mir jetzt meine Sauen unermüdlich, rund um die Uhr. Und wenn sie es braucht, mehrfach, hintereinander. Respekt. Was alles von meinen Schlafgemächern. Il est sale comme un sac à merde. Das heißt sowas wie heilige Scheiße. So ist es, Herr Graf, so ist es. Aber es muss sich doch bitte eine Möglichkeit finden lassen, dass wieder Friede bei uns einkehrt und frische Luft. Selber schuld, Sellerie. Ihr habt mich um meine Zukunft betrogen. Und du mich um meine schönsten Jahre. Ich hätte mich schon viel früher hätte mich von dir trennen sollen und mich selbstständig machen. Selbstständig? Da wärst du schwach und bei euch mache ich fertig und zwar alle drei. Aber wie soll das denn weitergehen? Das hält doch keine normale Kreatur aus. Ich bin ja inzwischen bereits multimorbid. Wenn man älter wird, ein wenig kälter wird, bleibt allein Bad Gastein. Und dass sie es gleich wisst, angeblich können die Astronauten von der Internationalen Raumstation, also sprich von der ISS, die Burg Hackenstein aus dem Weltall erkennen.
Wenn ich mit euch fertig bin, Herrschaften, dann können Sie es nicht bloß sehen, sondern auch riechen. Und zwar deutlich. Damit kann ich meinen Hotelbetrieb vergessen. Und wir unsere Einnahmen aus der Beteiligung. Wenigstens einen schönen Ausblick habt ihr doch noch. Ja, genau. Auf den Solarpark. Wieso Solarpark? Auf den verbleibenden Grünflächen lasse ich Photovoltaikanlagen aufstellen. Ökostrom. Was tust du? Also, das ist jetzt wirklich reinste Geschmackssache, aber ich persönlich möchte jetzt so wohl nicht wohnen. Und ein paar Windradl bringe ich auch noch her. Wenn dann da noch irgendwo ein kleines Fleckerl frei ist, werde ich dort Gänse halten. Manche Gänse also auch noch. Jawohl, Gänse, die schnattern nämlich so schön. Ich liebe Tiere, ich liebe alle Tiere. Deswegen könnte ich niemals im Leben könnt ich so einen Beizmantel anziehen wie Sie. Weil wegen Ihnen ist ausgestorben, der Dings, der Leopard. Das ist ein Ozelot. Wehpelzausführung. Und ein Lord, die Ketten, schau mal. Ich möchte nicht wissen, wie viele arme, unschuldige kleine Austern da ihr Leben haben lassen müssen. Bloß, dass sie diese Protzketten um ihren Suppenschlauch wickelt. Schuschu! Schuschu, sag was! Das sind Zuchtperlen! Er überschätzt unser Vermögen. Das hat sich nämlich in Bälde aufgebraucht. Maman, lass uns gehen. Puh. Ah, Edgar, ich komm gleich nach. Ich hab nur was zu erledigen. Ich kann da nicht nach. Ich schlaf heute Nacht beim Hochwürden. Er muss mir Kirchenasyl gewähren. Bis gleich, mon amour. Bis gleich. Ich geh mich nur schnell umkleiden. Aha, haben wir schon Körperkontakt mit dem Wiener Sängerknaben, was? Logisch. Wie lang schon? Das hat ihn nicht mehr zu interessieren. Ein Gurden. Stimmt so. Wo warst du denn heute Nacht? Im Gästezimmer jedenfalls warst du nicht. Im Schloss bestimmt auch nicht bei dem Gestank. Ja, die halt was aus. Also, wo waren wir? Edgar und ich, wir waren auf Falkenjagd. Auf Falkenjagd waren wir so. So, und dann? Und dann? Dann haben wir Kostüme anprobiert für mein Charity-Event. Ich gehe als Kaiserin Maria Theresia und er als mein Franzl. Mhm, bei der Kostümprobe ist er der Donald Wäsch gegangen, der Minisänger. Nein, er hat gute Manieren, Quirin. Sehr gute Manieren. Er ist charmant und weltläufig. Und er ist ein gern gesehener Gast in den privilegierten Gesellschaftsschichten und Unternehmerkreisen. Mhm, und einen Händedruck hat er, der sich anfühlt wie ein mariniertes Sitzungenfilet. Mei Eva. Bitte lass die Finger von dem. Der Adel, der betrügt doch flächendeckend. Das sind doch nix für röhrende Hirschen, die überall ihr Würstlei tauchen müssen. Vor allen Dingen die Habsburger. Wittelsbacher auch. Ich verbiete euch so, über den Edgar zu reden. Dieser Mann hat nämlich Stil. Und sowas habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Eigentlich noch nie. Und er tut mir gut. Sein Stil, aha. So viel Odel und Schweine kannst du gar nicht daherbringen, dass ich mir von dir meinen Traum vom Burghotel kaputt machen lass. Ah, der Traum vom Aschenputtel zum Burgfräulein wird allmählich Realität. Dafür tust du alles, gell? Alles. Edgar ist ein feiner und zurückhaltender Mensch. Übrigens auch beim Essen. Wahrer Adel hält nämlich auf Taille. Nur der Pöbel frisst sich satt. Zerfix noch mal, wo ist denn das Marmeladglasel? Marmeladglasel? Ja, das Marmeladglasel halt. Also das ist versteckt. Ich würde es dir so ein bisschen nicht untun. Du sagst mir jetzt sofort, wo das Glasel ist. Ich hab nicht viel Zeit, ich muss zum Golfen. Das Burgfräulein wird auf dem Golfplatz erwartet. Genau. Oh. Kinder, Betrunkene und Miniröcke sagen immer die Wahrheit. Aha. Was ist jetzt das? Ein Glasel voller Asche. Aha. Und was soll jetzt damit? Das ist das Relikt
einer zerstörten Romanze. Das ist jetzt aber nicht. Du hast aber. Linde, schau bitte sofort runter in den Keller, ob der Lumpi noch in seiner Gefriertruhe liegt. Ich hab dir doch gesagt, dass es brennt hat. Das ist nicht das. Das weiß man's? Lumpi, nein! Lumpi! 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 Jetzt ist aber wirklich Zeit gegangen, Eva. Was ist denn, wenn denn der Schlag trifft? Ja, da habe ich jetzt auch nichts mehr davon. Der hätten schon früher treffen sollen, dann war ich jetzt wenigstens Witwe. Also, wie man noch so grob sein kann. Das habe ich alles von ihm gelernt. Das warst du letzte Nacht mit dem Koffer. Stimmt's? Kann schon sein. Und das Feuer hast du auch gemacht und seinen geliebten Lumpi verbrennt. Möglich? Das hätte ich nie von dir erwartet. Nie. Er lebt! Na, also er liegt doch genauso in der Gefriertruhe drin, wie ich ihn rein da hab. Ich bin total fertig. Linde, geh bitte sofort in die Apotheke und hol mir einen Blutdrucksenker. Ich bin schon unterwegs. Eva, sag einmal, wie kannst du mich so erschrecken? Man wächst mit seinen Aufgaben. Was ist jetzt drin in dem Gleisel? Das da drin. Das ist die traurige Erinnerung an unsere kaputte Ehe. Das war einmal mein Brautkleid. Der Brautkleid? Ich hab's verbrennt und dann eingeschüttet. Dein wunderschönes, cremefarbenes, wildseidenes Brautkleid. Da drin. Ja, Quirin. Das ist alles, was von unserer Beziehung übrig geblieben ist. Ein Glasl voller Aschen. Aber Eva. Fertig, Quirin. Mach's gut. Die Leberknödelsuppen. Ein Wahnsinn. Früher, da war alles leichter. Ja, ich zum Beispiel. Quirin? Lass mir mal Ruhe. Was ist denn los mit dir? Sie siehst doch, ich sitze da und winzle. Ja, und warum? Das ist das Brautkleid von meiner Frau. Auge. Hoffentlich will er jetzt nicht auch noch ein Doppelgrab für all seine Reliquien. Sag dem alten Dragoner, sie soll endlich ein Goschen halten. Das war aber schade. Sie hatte nämlich ein Angebot zu machen. Ein Angebot, das du nicht ausschlagen kannst. Ein Friedensangebot. Ja, also, ich werde diesen unappetitlichen Pfui-Teufel natürlich gegen einige Auflagen und gegen einen sechsstelligen Betrag im oberen Bereich adoptieren. Was will die? Du stellst dafür ab sofort alle deine Kampfeshandlungen ein und unsere verehrte Frau Gräfin wird dich an Kindesstatt annehmen. Was sagst du jetzt? Sag mal, ihr habt jetzt einen kompletten Schlag. Adoptieren Sie mich, so eine Mutter wäre mir gerade noch abgegangen. Er hieße dann mit vollem Namen Graf Quirin von Hackenstein, Freiherr von Glutenburg, Edler von und zu Mühlau und Ritter von Tann. Bitte? Dafür gibt es rund um die Burg keinen Odel, keine Schweine, keine Gänse und Windräder, keinen Solarpark. Und vor allem keinen Zuchteber. Hast es kapiert? Und er muss sich Benehmen aneignen. Weltläufigkeit und mehrere Fremdsprachen.
Mein Sohn und ich, wir wollen uns schließlich nicht zu Tode blamieren mit dieser neuen Verwandtschaft. Na? Was sagst du? Mein Englisch ist not the yellow from the egg. Und er wird lernen müssen, mich zu respektieren und mich zu lieben. Und wie tat ich dann als Dings heißen, meint sie? Graf Quirin von Hackenstein, Freiherr von Glutenburg, Edler von und zu Mühlau und Ritter von Tann. Ja, Milexter Musch. Die Sprache, die ich früher sprach, die konnte ich fließend sprechen. Doch English Language, Schreck, lass nach, da hab ich heut noch Schwächen. Mit Evening School, so fing ich an, ich nahm mein English Lesson. Doch hab ich, was ich Evenings kann, beim Breakfast schon vergessen. Man hört's mir an am Dialekt, wann ich Amerika entdeck. Ja, da wär es heut gut, wenn man Englisch könnt, bissel mehr noch als how do you do. Denn solange man noch sagt, I can understand, gehört man nicht really dazu. Solange man nicht weiß, dass ein Brasch ist ein Bierstall, ein Dog ist ein Hund, Hot Dogs, das sind Würstel. Solange ist man das, was man Greenhorn nennt, ja, da wär's heut gut, wenn man Englisch könnt. Zum Jägerwein. Der zweite Schlag dir Weitgerechtigkeit verleihen. Der dritte Schlag sei ein Gebot, was du nicht kennst, das schieß nicht tot. Weidmanns Heil! Weidmanns Dank. Entschuldige, Haselein, aber das wollte ich nicht. Aber du weißt ja, Noblesse oblige, Adel verpflichtet. Weißt was? Als kleinen Trost schreibe ich dir einen Nachruf in die Tageskarte.
Und dazu mache ich einen schönen Gelbe-Rübensalat. Den magst du doch, oder? Was sollen denn die ganzen Golfbälle da? Mein Gott sei Dank, da bist du ja endlich. Ja, und wie schaust denn du aus? Ja, blöd. Das siehst ja. Aber das ist jetzt bei uns Vorschrift. Der gnädige Herr wünscht das so. Welcher gnädige Herr? Ja, der Quirin, weil er spinnt. Ja, dass er spinnt, das wissen wir schon lange. Das ist nichts Neues. Aber jetzt ist er vollkommen verblödet in seinem Adelswahn. Kümmert sich um keine Arbeit mehr, betreibt nur mehr Adelsforschung bis zurück ins Mittelalter, damit er dann, wenn das Adoptionsverfahren abgeschlossen ist, weiß, mit wem er aller verwandt ist. Wahrscheinlich mit Attila, dem Hunnenkönig. Er hat auch schon sein Wappen in Auftrag gegeben, das lasst jetzt dann auf seine Golfbälle drucken. Ein Wappen? Ein Wappen auf die Golfbälle? Jetzt geht's los. Ja, hat er selber entworfen. Er von vorn und daneben sei Kurti von hinten. Das ist alles nur, weil du ihm davor bist. Das erhebt er nicht. Und dann sag ich dir noch was. Ich hab ihn wieder erwischt, wer ein Hochzeitsvideo angeschaut hat. Aber diesmal hat er es nicht rückwärts laufen lassen, sondern von vorn nach hinten. Sicher nur ein technischer Defekt. Nein, weiß nicht. Er war dabei völlig trübsinnig. Fast so wie bei seinem Lumpe, wie der gestorben ist. Linde, glaub mir's. Selbst wenn ich wollt. Mir fällt nichts mehr ein zu dem Mo. Du musst reden mit ihm. Schon langsam wird uns der verrückt. Wenn er nur ein kleines bisschen auf mich gehört hätte, dann hätten wir keine Scheidung gebraucht, dann waren wir halt noch beieinander. Aber so kannst du nicht mehr weitergehen. Es muss was passieren. Seit er den Hund nicht mehr hat, ist ganz aus mit ihm. Dafür hat er jetzt einen Butler. Ein Butler? Für was? Ja, der tragt ihm seine Golftaschen überall hin nach, bügelt ihm jeden Tag seine Zeitung auf und liest dann die interessantesten Artikel aus dem neu abonnierten deutsch-österreichischen Adelsblatt vor. Aber seit sein Lumpe endlich beerdigt ist, krieg ich wieder was zum Essen daheim. Hosenragu. Der Lumpi, der ruht jetzt droben in der Burg, neben der mehrfach preisgekrönten Jagdhündin vom alten Grafen, Henriette von der Amperau. Ja, in die, sagt er, war er schon als kleiner Welpe verliebt. Man munkelt sogar, dass die zwei später mal was gehabt haben miteinander. Haben wir einen Gelbe-Rum-Salat? Bravo. Golfen ist jetzt bei uns Usus. Ja, gestern ist einer von seinen Golfbälle direkt unter mein Sauerkraut reingeflutscht. Das ist doch der Einstein. Richtig. Und der darf in seiner Gegenwart nur mehr Französisch reden. Ja, vom Bettler zum Butler, wenn das keine Karriere ist. Das war mit dem Buch begleitet dann zur Volkshochschule. Da nimmt der gnädige Herr dienstags immer Französisch und freitags höfische Tänze. Barock und Rokoko. Der Einstein ist doch früher mal Hausmeister im französischen Generalkonsulat gewesen. Pressag ist auch kein mehr. Ja, nur noch Ananas und Papaya. Also eins muss man ihm lassen. Wenn er was macht, dann macht er es gründlich. Bon Appetit. Merci. Wohin, David?
Alle ja weg. Und wohin? Silverblä kippt nachher das? Sperrmüll. Unser Hochzeitsbeutel auf den Sperrmüll. Du hast recht. Büsche? Hä? Darf ich? Ja, logisch. Dann gehst du gleich über zum Schneider und zum Friseur und holst mir meine Sachen. Gehst aber hinten raus und machst die Tür zu, gell? Wie? Mach ich. Au revoir, Cherie. Ich bin keine Cherie. Und das gleich weißt, falls du mich ummachen möchtest, da geht bei mir gar nichts. Pardon, Juju, aber deine kleine Popo mache mich ganz Karusel. Wisst ihr schon, wer das ist? Steht ja drauf, August der Starke. Richtig. Friedrich August der Erste aus der albertinischen Linie der Wettiner, Kurfürst und Herzog von Sachsen und später ab 1697 in Personalunion als König von Litauen und Polen. Also mit bloßen Händen hat der ein jedes Hufeisen auseinandergebrochen, ein jedes. Ja, und warum hängt jetzt der in deiner Stummerin? Ja, also es könnte gut möglich sein, dass wir zwei verwandt sind miteinander. Also natürlich erst nach der Adoption, versteht sich. Der August der Starke, verwandt mit ihm. Der war wahrscheinlich genauso größenwahnsinnig wie er. Mein Quirin, bitteschön, du musst wieder auf den Boden kommen. Die Leute reden schon. Ja, sie heißt dann nur noch den Schweinebaron. Du bist auf dem besten Weg, dich lächerlich zu machen. Und? Wie geht's meinem Herrn Bruder? Wem? Er meint den Grafen Edgar von Hakenstein. Gut, wieso? Waren wir schon mal wieder auf Falkenjagd, ja? Auch. Mhm, wie weit sind wir schon? Wie meinst du das? Kennst du ihn, also wie sagt man da in unsere Kreise, kennt sie ihn bereits in hässlicher Weise? Was? Er meint, ob ihr schon geschnackselt habt. Was geht denn das ihm an? Viel, sogar sehr viel, weil der Graf und ich, wir sind jetzt dann eine Familie und da möchte ich dann schon wissen, was er für einen Umgang pflegt, weil, Entschuldigung, wenn ich das sag, aber standesgemäß bist du nicht, du nicht. Also jetzt gehst aber zweit, gell? Dir hat doch der Adelswahn langsam als Großhirn langgelegt. Was ist nur aus dir geworden, Quirin? Ein hochnaserter, selbstherrlicher, peinlicher, arroganter Vollidiot. Sellerwie, haben wir oder haben wir nicht? Was? Schnackselt? Der denkt ja nichts anderes mehr, weil ihn das so druckt. Logisch haben wir. Und zwar in der Ahnengalerie im Südflügel. Unter den Augen von Karl dem Gütigen. Gott, dass er nicht rot geworden ist. Mon Dieu, niemals, das glaube ich nicht. Und dass du es gleich warst. Morgen packen wir die Waffenkammer und den Rittersaal. Was? Da wird es ganz anders hergehen. Und wer weiß, vielleicht heiraten wir ja. Dann bin ich am Ende noch schneller adelig als wir. Du. Du und adelig. Un moment. Ja, lach du nur. Aber wer zuletzt lacht? Wer zuletzt lacht, hat es halt einfach nicht eher begriffen. Aber ihr werdet euch nur wundern, werdet ihr euch. Weil mein Aufstieg an die Spitze des europäischen Hochadels ist unabwendbar und schicksalhaft. Und zwar 100 Prozent. Was hat denn der vor? Die Wittelsbacher Linie ist ihm jetzt wenig. Jetzt möchte der wahnsinnige Habsburger auch noch werden. Wie Habsburger? Was Habsburger? Ein Wittelsbacher und ein Habsburger. Logisch. Die Habsburger haben ja noch viel interessantere Persönlichkeiten hervorgebracht. Die Kaiserin Sissi von Österreich zum Beispiel. Wittelsbacher. Das war eine Frau. So eine Teile hat die gehabt. Und die hat's auch behalten. Und ihr Hunderl hat's genauso lieb gehabt wie ich, mein Lumpi. Bommel hat er geheißen. Und wie soll das nachher gehen? Ich meine, die Zusammenführung der beiden Dynastien. Wir haben da so unsere Pläne. Wer wir? Me, myself and I.
so. Welche Pläne habt ihr nachher? So? Sag's einer. Wenn ich dann einmal Graf bin, dann habe ich ja Zugang zu sämtlichen Adelshäusern Europas und deren Prinzessinnen. Und ich bin ja jetzt wieder ledig, Gott sei Dank. Und voilà, da war ich. Aus ist. Unser Herz möchte beim Tod bei die Wittelsbach in die Gnadenkapelle in Altötting beisetzen lassen. Bei der ruht nämlich bereits seine Verwandtschaft. Ein Kaiser, 6 Könige und 3 Kurfürsten. Oder ich gehe zu meiner anderen Verwandtschaft nach Wien in die Kapuzinergruft. Da habe ich mich endgültig noch nicht entschieden. Es ist zum Erbarmen, dass sich so wenig Hirn in so einem dicken Schädel befindet. Also wenn der keinen Doktor braucht. Er hat schon einen Termin beim Schönheitschirurgen. Jesus Maria. Ich lasse mir vom Dr. Ming, lasse ich mir peu à peu das Habsburger Unterkiefer rekonstruieren. Sag das noch einmal. Moment, ich zeig das. Der Dr. Ming sagt, es ist überhaupt kein Problem, das können wir hinoperieren. Mit einem 3D-Drucker geht das halt alles. Da würde ich dann so ausschauen. Oder so. Glaubst du das, Quirin? Du mein Geld und ich dein Hirn, dann hätten wir alle zwei nix. Stimmt so. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Ah, wunderbar. Hast du alles gekriegt? Wie? Voilà. So darf ich dann ausschauen, als Dings, also allerdings ohne Perücke, weil die habe ich ja bloß wegen der im Charity-Event. Das Bild! Manche, das Gespenst von Canterville. Oh, Mama! Aber das bin doch bloß ich, Mutti! Die schaut doch ganz apart aus. Also bitte, diese Verwandtschaft fängt ja gut an. Maman ist sehr schreckhaft und hat einen niederen Blutdruck. Aber nicht, dass man jetzt wegstirbt, bevor die Adoptionspapiere unterschrieben sind. Champagner, man reiche mir umgehend ein Glas Champagner. Linde? Maman? Schau mal, was ich kann. Du, die Bratzen her. Naja, ein gewisses Bemühen kann man ihm wirklich nicht absprechen. Formidable. Ich habe etwas für ihn, das ihm Freude bereiten wird. Aber doch nicht etwa die Adoptionspapiere. Ist es jetzt endlich soweit? Mein Gott, bin ich glücklich! Und sobald er das unterschrieben hat und das Geld auf meinem Konto ist, sind wir miteinander verwandt. Und ich bin ein Graf, ein Graf, ein Graf. Ist es zu fassen? Ja, meine Rede, ist es zu fassen. Daran lässt sich wohl leider nicht mehr viel ändern. Vielen Dank, liebe Mutti. Dann haben wir wenigstens wieder einen Hofnarren. So, wenn ich jetzt die Herrschaften in den oberen Salon bitten dürfte, zu einem kleinen Lunch. Mutti, geh schon mal vor, ich komm da gleich nach und muss mich nur noch schnell umziehen. Du nicht! Oh doch! Eva ist ab sofort überall dabei. Komm, Eva. Daran wird er sich gewöhnen müssen. Aber in die Gnadenkapelle nach Altötting kommst du mir mal nicht rein, dass dir schon mal klar ist. Voilà. Merci. Was schaut er denn so? Ich schau gar nicht. Freilich schaust. Wir denn? Wir alter Knacker sucht knackige Alte. Ehrlich? Schon. War das so schlimm? Freilich. Warum wir nachher? Weil ich hab lieber zwei Ring unter die Augen als einen am Finger. Geht mir genauso. Außerdem habe ich ganz schlimmen Feminismus. Wo das jetzt geklärt wäre, könnte man vielleicht wenigstens einmal miteinander spazieren gehen. Einfach so. Spazieren? Schon.
Müssen Sie überlegen? Überleg. Wenn Sie das Gleiche noch mal auf Französisch sagen darf, dann eventuell. Voulez-vous promener mit mir in die Baumallee? Um 5 Uhr hätte ich Feierabend. Darf er die eventuell abholen? Oui, Monsieur. Ehrlich? Was Lustiges, was Flottes, etwas, was Freude macht. Ja, ja, liebste Eva, genau das hatte ich jetzt auch vor. Dann ist recht. Ja, ja. Viele, ja, 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 ja. Und dann hätte ich da noch eine ganz kleine Frage, eine ganz wichtige Frage. Frag. Was hältst du davon, wenn... Wenn wir uns verloben. Du und ich. Ja. Verloben. Ja. Wirklich? Ja, ja, ja. Maman meint auch, du wärst die Richtige für mich. Wegen meiner Melancholie. Aha. Außerdem stehe ich auf deine Waden. Nein, nicht ausgerechnet dieses Lied, Edgar. Ja, ja, aber warum denn nicht? Bei diesem Lied habe ich den Quirin kennengelernt, damals vor 18 Jahren im Fasching. Nach dem Liedl haben wir tanzt, bis wir nicht mehr können haben. Bei dem Liedl haben wir uns verliebt und bei unserer Hochzeit haben sie es auch gespielt. Na, dann wäre das ja für unsere Verlobung völlig unpassend. Ja, Edgar, völlig. Er soll es spielen. Spiel! Ja, mei, wenn ich mich um ein Dirndl schau, dann weiß ich schon genau, rund muss sein und ein wenig recht um mein. Ja, mei, die eine mir, die kenn ich schon, da renn ich lieber gleich davor, ist nix dran, nicht hint und nicht voran, kein Hirtermadel, wo ich nicht hab, keine dicken Waden. Was geladen hat, war hinter Maden, mag ich nicht, hat keine dicken Waden. Die mag ein Madel aus der Stadt, was geladen hat. Scheiß an die Landlertanz, scheiß an die Räumerkranz, drum auf den Hut, was sie quitschen dort. Ja, 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 ja
der Stadt, was die geworden hat. Hallo, Uidi, hallo, Uidi, ja, hallo, Uidi, ja, hallo, Uidi, hallo, Uidi, ja, hallo, Uidi, ja, hallo, Uidi, hallo, Uidi, ja, hallo, Uidi, ja, hallo, Uidi, hallo, Uidi, ja, hallo, was war jetzt noch an das, he? Mei, wir haben sie ja doch noch drauf, wir zwei. Quirin, kann sein, dass du gerade ein bisschen störst. Ich muss mit dir reden. Bist du bei deiner Recherche über deine Verwandtschaft nur ins Mittelalter zurück oder auch ein bisschen in die Neuzeit? Warum? Ja, weißt du auch, dass du den ein oder anderen Bruder zusätzlich hast? Ich habe überhaupt keinen Bruder. Also, das heißt, wenn ich adoptiert bin, habe ich einen. Den Edgar? Ja, leider. Ja, das ist aber nicht der einzige. Du hast noch vier. Was, noch vier? Brüder. Ja, davon weiß ich ja gar nichts. Was sind denn das für feine Herrschaften? Ja, einer ist Zuhälter auf der Reeperbahn in Hamburg. Einer sitzt wegen Betrug im Brunsbüttel im Gefängnis. Der dritte ist ein vorbestrafter Heiratsschwindler. Und der vierte, der lebt in einem Penthouse in Paraguay und verkauft Doktortitel, Ritterschläge und Häuptlingswürden. Mit dir hat's jetzt endlich einmal was Solides, unser Gräfin, einen alteingesessenen bayerischen Schweinezüchter. Das glaub ich nicht. Ja, das darfst du mir schon glauben. Da schau mal her. Jedes Mal, wenn sie pleite war, hat's wieder was Neues adoptiert. Sie hat dann wieder Geld und die anderen haben einen Titel. Im Hochadel nennen sie sowas gern Kronenkraxel oder auch Hermelinflöhe. Ja, aber das gibt's doch nicht. Da steht alles schwarz auf weiß. Mein Vorgänger hat die Adoptionen nur ins Kirchenbuch eingetragen und den Rest, den hab ich im Internet recherchiert. Da, bitteschön. Erst vor ein paar Tagen ist wieder so ein knallroter Ferrari vor der Tür gestanden. Und oben bei der Burg, so ein brutaler, tätowierter Typ, der die Gräfin besucht hat, der hat wirklich ausgeschaut wie ein Zuhälter. Ja, der wird halt nachgeschaut haben, ob's noch lebt, die Gräfin, denn auch Adoptivkinder sind nämlich erbberechtigt. Und all die schönen Güllelieferungen aus Utrecht hab ich depp stornieren lassen. Was soll das heißen? Dass ab sofort meine alten Pläne wieder völlige Gültigkeit haben. Bei denen mach ich's Leben zur Hölle. So wahr ich Quirin Großschädel heiße. Also Quirin, dir ist nicht zum Helfen. Du bist und bleibst ein Wahnsinniger. So, und jetzt geh hinauf und sag denen, was Sache ist. Na? Erst ruf ich in Utrecht an. Na. Gelobt sei Jesus Christus. Quirin, kannst du mir 2 Minuten kurz zuhören? Nur 2 Minuten. Und dann kannst du machen, was du magst. Jetzt. Was wäre, wenn du zum Beispiel das ganze Geld, was dich die Gülle kostet, also wenn du dieses ganze schöne Geld mit der 6-stelligen Summe, die du ja jetzt durch die geplatzte Adoption übrig hast, in mein Burghotel steckst. Bitte? Dann bist du Miteigentümer und alles war so, wie wir es uns schon jahrelang gewünscht haben. Dann hätten wir, wenn auch über einige turbulente Umwege, endlich unser gemeinsames Burghotel. Du und ich. Du und ich. Zu gleichen Teilen. Zu gleichen Teilen. Sagen wir, ich 60%, du 40%. Na, genau andersrum. Wie andersrum? Ich 60% und du 40%. Ah, das ist aber gar nicht gut. Ja, aber anders bist du nicht im Griff zum Kriegen, glaub mir's. Aha. Ja, du, Eva, noch was anderes. Wie schaut's denn aus mit Dings, mit privat? Wie meinst du jetzt privat? Du meinst, dass sich da irgendwann einmal wieder was zusammengeigt? Mit uns zwei. Oder hast du dich schon für einen anderen entschieden? Ja. Doch nicht etwa für den Kläraugerten drüber tun.
Nein. Für wen dann? Ich habe jetzt einen Dackel. Wie heißt er denn? Lumpi. So wie mein... Er ist sogar ein direkter Nachkomme von deinem Lumpi, quasi das Ur-Ur-Urenkel von ihm. Von meinem lieben Lumpi? Ja, immer wenn er nicht unter deiner Aufsicht war, hat der Lumpi damenmäßig richtig krachen lassen. Der Meini läuft nur mehr Verwandtschaft übernannt. Ach, so ein Hund, ein Verrückter. Eva, meinst du, dass ich mich dann ab und zu so ein bisschen drum kümmern darf, dass ich mal hier und da ein bisschen Gassi geht? Du darfst uns sogar einen Goldzahn einsetzen lassen, falls wir einen brauchen. Einen Moment. Ja! Eva, noch was anderes. Also, das betrifft jetzt eher also die und mich. Ja. Also, und ich weiß ja nicht, ob du das schon weißt, aber wenn zwei füreinander bestimmt sind, dann kann das unter Umständen durchaus lange dauern, bis die dann letztendlich doch irgendwie dann zusammenkommen. Hast du das gewusst? Du hast das gewusst. Kein Hirtenmädel mag ich nicht, hat keine Dicken. Was ganz was anderes. Ich 51, du 49. Was? Prozent? Nix da. Ich 51 und du 49. Ja. Oder so. Param, 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 param. Thank you.